Also nochmal. So, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Aufnahmerunde von The Forest. Ihr seht, mein Mikrofon hängt direkt vor meinem Gesicht. Das ist nicht dramatisch. Ich habe mir gerade frisch die Haare gewaschen. Auch das ist üblich und jeden Tag bei mir normal. Hier mal ein kleiner Gruß geht raus an alle Bros. Ja, man sagt immer, Jungs seien nicht ganz so hygienisch wie Mädchen in gewissen Altersregionen. Ja, Bros, das kommt nicht gut an. Tägliche Dusche ist was Gutes, sage ich jetzt einfach mal. Ohne jetzt, ich möchte jetzt hier keine Veganer, also, nee, falsch. Ich möchte jetzt keine Leute auf mich ziehen, die sagen, hier, ja, Soda, Seife und sowas, keine Ahnung, und ist alles nicht gesund, wenn man mit Shampoo, ja, okay, bleiben wir einfach mal dabei, dass ich sage, Bros, wascht euch täglich, ja. So, bevor es losgeht, ich möchte mal kurz jemanden grüßen, und zwar habe ich gesehen, Leute, ich gucke immer so gerne mal rein in meine Kommentarliste, seht ihr das, also sieht das so hier aus, ich will mal ganz kurz zeigen. Das ist die YouTube Studio App und da könnt ihr also ganz gut sehen, ne, wenn ich jetzt hier so mich bewege, ne? Also ihr könnt ganz gut scrollen hier, könnt ihr sehen, wer hat wann kommentiert. Jetzt habe ich mich gerade irgendwie verdrückt. Und ich möchte mal sagen, alle Leute, die bei The Forest bisher kommentiert haben, das ist also, heute ist gerade erst die zweite, nee, gestern ist die zweite Folge online gekommen. Das war also noch nicht so viele, aber Klaus Reitmeier möchte ich hier mal auf jeden Fall grüßen, der auf jeden Fall viel kommentiert und nett ist. Ich möchte gerne mal Pegnox grüßen, der total sehnsüchtig auf den neuen The Rusty Forest, nee, quasi auch falsch, der auf den neuen The Forest, so ist es richtig, Stream wartet, denn der hat da richtig Bock drauf. Und Leute, ich muss dazu aber auch sagen, ich habe jetzt gerade nur eine reine Aufnahme gemacht, weil es heute nicht so lange geht, weil es schnell gehen soll und. Ich möchte nochmal hier grüßen, auf jeden Fall, ja, Klaus Reitmeier haben wir. Erik28, der ist traurig darüber, dass nur so wenig Aufrufe auf die Videos kommen. Leute, das wird. The Forest ein bisschen gezockt haben, da wird das auch kommen. Wir haben, ist ein cooles Team, denke ich, das macht richtig Spaß. Marco FCSG möchte ich mal grüßen. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Sunset Moon hat was kommentiert, ansonsten, ja, ist nicht doll. Haben wir hier noch Weiß. Weiß möchte ich mir gerne mal grüßen, der hat sich auch The Forest geholt. Und Chris. Einfach nur Chris. Ja. Und dann haben wir noch It's Zombies hat auch kommentiert. Und ja, Juna und ja. Ansonsten, danke für die Aufmerksamkeit. Das war's für die Folge für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Nein, ich lade jetzt mal ein. Und ich habe natürlich noch ein Problem. Ich höre euch gar nicht. Haha. Hallo. So, jetzt wollen wir erstmal das Spiel starten. Ich bin ein bisschen spät dran, ne? Ich war noch. Alles gut. Alles gut. Naja, 20:15, das ist schon spät. Wir müssen fertig werden hier. Wir müssen fertig werden. Ist der Atti, hat sich der Atti schon angemeldet? Warte mal gucken. Atti Tazi? Kommt nicht. Der spielt Dead by Daylight. Ach so. Boah, das hier hat's gerade geknallt. Oh, Angst. Okay, Adi, also spielt Dead by Daylight. Wo bleibt der Master of Disaster? Leute, falls euch das interessiert, später, ne, ihr könnt ja Discord-Server joinen, da kommen genau, kriege ich immer solche, so läuft das ja ab im Discord. Da wäre ich beleidigt, weil ich zu spät komme, siehst du? Wo bleibt der Master of Disaster? Du weißt doch, wie Frauen sind. Ja, ja, das ist Gedi. Ich zock gerade noch ein bisschen Dead by Daylight, morgen das Punkte-Event endet. Ja, okay, verstehe ich. Mit dem Uwe Busch, also mit dem Uwe macht er das, habe ich letztens mitgekriegt. Weil der hat der Uwe auch gesagt, ich kann jetzt mir nicht leisten, nochmal zu verlieren, das wäre großer Mist, weil dann das Ding ja endet, ne? So. Ich hau mal jetzt raus den Mehrspielermodus. Ich starte das mal, Spiel hosten. Interessanterweise haben wir also rausgefunden, dass das Spiel nur auf meiner Festplatte liegt, auch wenn ihr das abspeichert, nicht wahr? So. Gut, dann wollen wir mal gucken, was ist denn der letzte? Tag 13, hier. Tag 13. So, wo bleibt Geli? Die ganze Zeit geknurrt und jetzt ist sie nicht da. Tja, was soll man dazu sagen? Also, interessant ist jetzt, ich kann das Spiel ja auch öffentlich machen. Dann müssten sich, nützt ja nix. Ja, dann müssten sich theoretisch ja alle möglichen Leute einfach anschließen können, nicht wahr? Theoretisch, jetzt ja. Könnte ich doch rein theoretisch tatsächlich meinen Charakter einfach stehen lassen im Flugzeug und dann verhungert er halt die ganze Zeit, ist doch nicht so schlimm.
Und ich könnte die PlayStation den ganzen Tag durchlaufen lassen. Und dann? Könnten andere spielen. So, das war meine Idee. Dann, ja, nee, schon dann klar. Könnten wir den ersten PlayStation 4 The Forest Server am Lauf haben. Stell dir das mal vor. Möchte mal wissen, wie lange das deine PlayStation mitmacht. Ja, das ist halt das Problem, ne? Ich muss Gedi, Markim, ich lade einfach mal den Sari mit ein. Ey, wenn das wäre natürlich so ein Ding, wenn jetzt als Überraschung hier der Sari einfach mal auftaucht. Wir wissen ja nie, was kann alles passieren. So, eingeladen bist du, nicht? Hast du eine Einladung bekommen? Ich bin auf dem Weg. Gut, dann mach ich das Spiel starten. By the way, ich habe jetzt meinen Status wieder auf Online gestellt, also dieses Offline-Anzeigen. Habe ich gesehen. Ja, ich weiß nicht, ob das, ich finde das so richtig gut nicht mit dem Offline-Anzeigen. Das wirkt so, als würde man sich vor irgendwem verstecken wollen, das finde ich nicht gut. Ja gut, ich sag mal, bei den Spielen, wo du ja nur Hallo. Auf Einladung... Hallo Geli. Hi. Mitspielen kannst, ist es ja okay. Richtig, das Problem ist halt wirklich, entsteht dann, wo wir Terraria spielen. Da muss man natürlich jetzt gucken. Aber im Moment, ich habe heute mal geguckt, was ich so für Videos noch habe, die ich wie und wann veröffentlichen will. Ach, ich glaube, da können wir bei Terraria auch nochmal kurz eine Pause einschieben. Wir haben jetzt The Forest, wir können jetzt The Forest zocken. Wir haben Paladins und die Zuschauer wünschen sich zum Teil wirklich, dass wir Paladins ein bisschen mehr spielen, weil ja, habe ich gelesen. Macht den Leuten wohl Spaß. Zum Teil. Und glaub mir, wenn wir in der... Mittlerweile Hobbit ist auch herum. Das ja. ist gut. Und wenn wir in der Rangliste wirklich vorankommen, dann werden wir auch bestimmt, ne, wenn es dann heißt, wir spielen jetzt um Bronze, um Silber, keine Ahnung was, dann wird das auch interessanter noch, glaube ich. Das Problem ist halt A, die Matchbildung und B, dass das so ewig dauert. Ja, ich glaube aber, wenn du dann wirklich Rangliste spielst, ne, dann sind wir ja 5 Mann. Dann sind wir 5 Mann, dann suchen wir uns ein Ranglistenspiel und wenn wir 5 Mann sind, brauchen wir nur noch 5 Gegner finden. Das ist deutlich einfacher als jetzt, wo du ja nur zu zweit spielen darfst. Nicht wahr? Sollte so sein, ja. Mein Männchen bewegt sich nicht. Ah, jetzt. Oh, ich habe schon Angst gehabt. Das ist nichts. Oh, und ich brenne natürlich gleich. Bin natürlich direkt erstmal ins Feuer getrampelt. Na, Markin, was habe ich gesagt? Master of Disaster. Unfassbar ist das. Bescheidene Frage, was haben wir jetzt vor? Ich hatte heute eine Idee, was wir vorhaben könnten. Die ist jetzt wieder weg, die Idee. Erstmal esse ich was. Nee, schlecht. Wie wär's mit Rüstung? Weißt du, was hat er für eine Idee? Wie wär's mit Rüstung machen? Und Essen suchen. Ach du Scheiße. Wir haben nichts zu essen mehr. Können wir machen. Ich würde mal sagen, ich hol uns einen Topf. Was hältst du denn davon? Ey, dann würde ich sagen, dann gehen wir das zusammen holen. Die Suche nach dem Topf. Oh, getrocknete Echse ist verdorben. Naja. Ja, das kann auch passieren. Also hier wäre noch Fleisch. Okay. Ich pack mir gerade mal eins. Ich schmeiße die verdorbene Echse einfach ins Wasser. Oh, jetzt ist sie im Wasser. Nö, ist sie nicht. Getrocknetes Fleisch, genau. Was macht denn die für einen Schaden, die getrocknete Echse eigentlich? Okay. Soll ich die noch essen? Ey, komm, lass mich die noch essen. Verdorben ist doch nicht so schlimm, oder? Getrocknete, verdorbene Elz, will ich's wissen. Alles gut, nichts passiert. Oh, doch. Doch ist was passiert. Hier liegt ein Vogel. Den Vogel können wir aber nicht hier hinhängen, stimmt's? Nee. Nee. Naja, dann lege ich den Vogel eben aufs Feuer. Was auch gehen soll, weil es ja aus ist. Ach nee, ist noch an. Aha, ist noch an. Ach Mädel, beweg dich doch mal. So. Ich habe heute mir mal angeschaut, was es so für verschiedene Mobs eigentlich gibt. Okay. Und da habe ich festgestellt, diese Frauen, die uns hier immer angreifen, die Nackten, ne? Das sind die aggressivsten Mobs, die greifen immer an. Das sind nämlich die ausgehungerten Kannibalen. Genau. Ah, das haben wir auch geschaut. So, okay. Das Video. Genau. Das heißt, was wir brauchen, sind Macheten. Wir brauchen Macheten. Kriegst du nur im großen Loch. Ach, hör doch auf. Kann man die nicht selber bauen? Da hinten ist schon wieder so der Galoppel-Dings da. Könnt ihr mir mal kurz den Rücken frei halten? Ich guck, ob ich was zusammenbauen kann. Ja, bau du, die kommen ja nicht. Och, den meinst du mit, Der Galoppel-Heinz ist schon wieder da. Was macht denn der da? Verdammt, ich hab keine Münzen. Also ein paar Münzen habe ich.
Oh, warte mal ganz kurz, ich gucke gerade mal, ob ich was zusammenbauen kann. Ich meine den Vogel getroffen. Wenn Galoppelheinz kommt, unbedingt nicht ins Haus rennen. Also was ich gestern gemacht habe, war genau das absolut Falsche. Wir sollten mal versuchen. Wo ist denn der Galoppel? Da drüben. An dem vorbei. Ja. Alle mal mit. Wir gehen mal wirklich, wir holen uns mal Sachen. Okay. Da kommt. Ich hoffe, ich finde den Weg. Da kommt ja jeden Tag wieder, der Galoppel. Von daher, da lohnt sich auch nicht, gegen den zu kämpfen. Wobei natürlich die Chance besteht, dass wir noch eine bessere Rüstung durch den kriegen, wa? Wenn wir den jetzt jeden Tag umhauen. Ich weiß nicht, inwieweit die Mutantenrüstung besser ist wie die Knochenrüstung. Achso, na im Moment habe ich ja beides gleichzeitig an. So, auch noch. Na, ich habe rechts Knochenrüstung und links Mutantenrüstung. Und ich habe unten den zweiten Punkt, also Violett habe ich voll. Weiß und Violett habe ich als Rüstung. Okay. Was hat ein Geli für Rüstung? Du hast Knochen und nichts anderes. Na, ich habe gerade die Knochen, meine. Und du hast unten nur jetzt einen weißen Punkt, oder? Ja. Achtung, da vorne laufen etliche. Wir sollten im Wasser bleiben erstmal. Na ja, dann machen wir das so. Wir können ja schwimmen. Ja, ja. Es müsste jetzt dann... Links von uns ist das Loch. Ja. Mhm. Ein Stückchen weiter müsste ein kleines Camp kommen. Da müsste, ein Topf sein. Ach echt jetzt? Da sind wir schon so nah dran gewesen die ganze Zeit. Und dann weiter runter geht's zum Meer. Und da finden wir auch, die Yacht. Okay, ich würde gerne auch einen Grill bauen, habe ich festgestellt. Grill? Ja, das gibt einen Grill. Und zwar besteht der wohl aus Lagerfeuer. Ja, ach, dieses, ja, ja. Und oben drüber kann man trockenen Fleisch oder sowas hängen. Oder das scheint so zu funktionieren. Da vorne kommt einer. Ab ins Warte mal, was ist denn das da links? Ach, das sind aber die Knochen, alles klar. Ja, wir legen uns einfach mal. Geli hinter dir. Wir gehen den mal im großen und ganzen großen Weg. Ja, ja, aber da drüben sind die kasperlich. Oh, das sind die andere. Ja, ja. Der ist der Anführer, der hat da Rückhanddings da drauf. Ja, davon gibt's mehrere. Gott sei Dank hätte die Ausdauer bei einem Schwimmen nicht drin. Warte mal, ist das eine Frau? Ja gut, wenn du normal schwimmst, geht's nicht. Das ist eine Runter, wenn du dich bewegst, dann... Also schneller schwimmst, dann geht's runter. Ja, ist klar. Das ist eine normale Frau da, das ist keine Blutverschmierte, stimmt's? Also ist das keine hungrige Kannibalin? Täusch dich immer nicht. Oder ist es so eine Blutverschmierte? Also ich habe ja heute Mittag einmal kurz allein gespielt, ja. 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 Können wir nicht den Galoppelheinz hier hinterlocken, dann macht er die alle platt? Glaube ich nicht. Der hat es gestern ja auch nicht angegriffen. Na doch, bevor wir den Eingriff haben, haben die sich auch mit dem rumgekloppt. Gerade diese hier, die greifen ja einfach alles an, die hier rumspringen. So satzen ja so schnell? Wir sind nicht... Im Wasser. Sind einfach nur geschwommen. Ich guck gerade mal hier hoch. Wenn du L2, diesen linken L3, diesen Knopf da reindrückst, dann wird dein kleines bisschen schneller, aber nur minimal. Hier ist zwar ein Zelt, aber... Vielleicht gibt's auch hier im Multiplayer keinen Topf. Bisschen Stein. Das wäre aber kacke, wenn die Maps so unterschiedlich sind. Man weiß... Hier ist es mehr. Da ist das Zelt. Ach, hier, guck mal, hier ist das die Höhle, in der man gefangen wird. Stimmt's? Ja. Achtung! Was? Ins Meer. Weg, ins Wasser. Ich bin am Wasser. Warum? Was ist los? Waren da zu viele Gegner? Ja, 4 oder 5. Du, da oben ist... Die klopfen sich gegenseitig. Na, sag ich doch, die Kannibalinnen greifen einfach komplett alles an. Wo seid denn ihr? Im Meer. Ach so, ihr seid da hinten. Geli schwimmt nicht so weit raus. Dann komm mal. Weil es gibt auch Haie. Ach, das bin ich, der so weit draußen ist. Wo seid ihr jetzt? Hä, du bist doch gar nicht bei uns. Nee, ihr seid auf der anderen Seite im Wasser, wa? Ja. Ja. Ah, das ist klar, dann weiß ich was. Du willst jetzt aber eh aus umschwimmen, Quietschi, weil...
Nee, der geh an der Seite. Ja, ja, jetzt sehe ich auch gerade, was ihr gemeint habt vorhin. Jetzt ist mir das auch bewusst. Ich war nämlich oben. Kann ich stehen? Ich war noch oben an dem Zelt, nämlich. Aber wo sie stehe, wo du stehst, kannst du nicht herstehen, ne? Ja, aber ich habe ja Pfeil und Bogen. Die schießen doch irgendwas, oder? Schießen die Steine? Nö. Ach doch, die kloppen sich ja wirklich nur. Nö. Ja, drei kloppen sie. So, hier ist erstmal ein. Da kommt auch noch einer. Okay. Okay, Markim schwimmt hier vor mir rum. Ne, die kloppen sich nicht. Also, die sind nur doof. Die kloppen sich jedenfalls nicht mit Absicht. Die hauen nur wild um sich. Ist ja wurscht. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Leuchtpistole brauchen wir. Ich lieg. Na, das war. Ich hab Scheiße gebaut. Ist ja so nicht gut. Das Ding ist, warte mal. Also, geh gleich rückwärts. Rückwärts, jetzt rückwärts gleich. Ja, ja. Ich hab eigentlich gedacht, ich kann sie angreifen, aber. Also hier, die sind halt sehr schnell, ne? Wenn die schlagen. Guck mal hier, die sind so dumm. Guck mal, wie dumm die sind. Optimal wäre natürlich, wenn sie sich jetzt selber durchlaufen. Einer ist ja schon tot, war's? Ist das richtig? Oh, einer liegt. Der nächste liegt. Jawoll! Und der haut ab, weil er Angst hat alleine. Jawoll! Der haut wirklich ab. Die Leichen. Sicherheitshalber nochmal einsteigern. Das Problem ist, dass die Leichen, die locken jetzt auch die Kannibalen an, ne? Das ist ja wurscht. Boah, das hab ich Angst gehabt gerade. Was war das? Du warst das. Ich hab da nochmal reingestochen. Also nochmal ganz kurz als Hinweis. Da oben, wo wir gerade geguckt haben, da war die Höhle mit dem Seil, wo man unten rauskommt, wenn man gestorben ist. Das sind mehrere Quitsch. Ach so, das sind mehrere. Da hätte man auf jeden Fall reinklettern können. So da. Wir müssten hier am Rand vorlaufen. Da vorne, guck mal, da ist auch ein großes Zelt. Schaut mal hier. Habt ihr das schon gesehen? Ja, ich weiß. Achtung, geh, die kommen rein ins Wasser. Da drüben, Achtung! Der säuft jetzt. Komm, geh baden, du Idiot. Nein, der ist bei mir. Ich halte mir den mal auf Abstand mit dem verdreserten Speer. Okay. Hier. Das ist ja der Hammer, ist das ja. Hilfe, Polizei. Wieso kann ich denn das jetzt nicht essen? Das Bein, das ist schon noch roh, wa? Nein, ich habe ja Fleisch mitgenommen. Ach so. Eingetrockneten, weißt schon. Da hinten rechts ist auch was. Es kann passieren. Ja, ja, das weiß ich. Aber was da ist, das habe ich mir noch nicht angeguckt. Meinst du, wir kommen da rüber geschwommen? Wenn dann über den Rand laufen, weil schwimmen möchte ich hier ungern. Da vorne müssten jetzt dann gleich Schiffscontainer kommen. Okay. Mit Kraustauer. Ja, da vorne. Ich habe natürlich kein Fleisch mitgenommen, jetzt wird mein Hunger immer stärker. Ja, das ist weniger das Problem. Wir können uns da vorne ein Lagerfeuer machen. Stimmt, wir sind ja, eigentlich sind wir doch hier. Wir können jetzt, wie gesagt, eigentlich überall verschiedenste, auch Häuser und sowas bauen, ne? Weil ich habe ja vorhin gedacht, ich bin ganz intelligent. Ja. Hab diese Container gefunden und hab gedacht, ich richte mich da häuslich nieder. Ja. Ja, am Arsch. So, ich kletter einfach mal hier hoch und guck mir das mal von oben an alles. Aber pass auf, Quitschi. Ach so, da hinten. Also hier kann ich jetzt nicht viel sehen, außer ich könnte jetzt natürlich runterstürzen. Na, ich komme mal zu euch. Was ich schade finde, ist, dass es keine Ferngläser gibt. No. Das ist irgendwie doof. Wissen wir das sicher, dass es das nicht gibt? Weiß ich nicht. Aber bisher, was ich gesehen habe, nie irgendwo was mit Ferngläsern. Hier stand auf jeden Fall eine Statue mit einem Kopf drauf, das war auch schön. Meine Energie ist auch gleich runter. Der ist schon erschöpft hier, der Hans. Aber. Da ist nichts. Guck mal, hier ist aber gerade Ruhe. Hier sind nicht viele Gegner. Also hier im Moment.
Aber Feuer, also Licht lockt ja die Viecher erst an. Wir sollten es vermeiden, da vorne ist eine Schildkröte, in den Wald zu gehen. So blöd es jetzt klingt. Ja, heißt ja auch nur in The Forest das Spiel. Hast du die schon platt? Nee, da vorne oben. Ach so. Pass auf, den müssen wir mitnehmen. Weil von da kamen sie massenweise. Okay. Quitschi, kommt mal bitte hier rein, wo ich bin. Warte, lass uns mal diese Kisten hier angucken. Das sind die gleichen Pakete, wie ich letztens auch schon gefunden hatte. Jawohl, da ist... ich habe eine Leiterplatte gesammelt. Guck mal hier, ob hier was liegt bei euch. Ja. Oh, noch eine Schildkröte. Komm, hol mal auch die Urteilerplatte. Die holen wir uns auch gleich noch. Ja, mache ich. Da können wir nämlich... Warte mal, sagen was für die liegen da. Nimm der Scheibe, da links nimm der Scheibe. Ja, da lag was. Was war das? Oh. Aufsammeln. Eine Lieferzettel oder sowas, war? Von der Sahara. Okay, finde etwas zum Essen, sagt er mir. Roher Fisch, ich kann den nur. Dumm. Ah, ja, ja, klar, logisch. Ist hier was? Ich habe nur rohen Fisch einstecken. Na, hier in diesen Pappdosen könnt ihr auf jeden Fall Zeug finden. In diesen Pappschachteln. Ja, das ist eine Leiterplatte. Und sie kriegt nur eine Leiterplatte aus. Ja, und in irgendeiner anderen auch noch was. Hier, was ist. Da oben ist auch nochmal ein Container. Das nehme ich auch mit, weil das ist sicher nützlich. Hier ist ein Laptop. Ja gut, aus Leiterplatten kannst du Bomben bauen. Genau, ich habe schon einen Laptop. Oh. Einen Laptop habe ich noch gefunden. Wollen wir da oben in die Kiste auch mal reingucken gehen? Wo ist dein Laptop? Hier bei mir. Ja gut, da kriegst du auch nur Leiterplatten. Genau, also ich kann auch keine mehr tragen, also ich bin voll. Ach so. Ich bin voll. Markim, kannst du in Fleisch droppen für mich? Was hast du da? Ich hab nur rohes. Ich auch. Mist. Jetzt nicht krass. Okay, dann müssen wir uns mal ein Feuer machen irgendwie. Nützt alles nicht. Oder gibt's hier was? Alles Leiterplatten hier. China, das ist ein China-Container. Ich kann keine Leiterplatten mehr nehmen. Nee, alles China-Müll hier. Können wir die Tür zumachen hier eigentlich? Nee, ne? Ah, also können wir uns auch nicht. Nee. Du. Lass uns doch mal gucken. Wollen wir da rüber auf die Insel schwimmen und dort ein Lagerfeuer und ein Häuschen bauen oder sowas? Aber wir haben kein Holz, da gibt's doch keins. Quitschi, wie schaut es mit dem Hunger bei dir aus? Naja, Magen ist fast leer. Warte mal. Ich hab nur rohes Zeug. Ich auch. Ich hab aber auch... Ich hab's nicht krass, aber ich kann nicht das irgendwie... Pass auf, du nimmst diese, mit das Metalltablett? Ich? Ja. Nein, Geli. Achso, okay. Nee. Ah. Und kombinierst das mit dem Snickers. Und dann kannst du das nochmal im Quitschi geben. Ach, auf dem Tablett? Ach, so geht das Handeln. Ja. Ja, warte mal. Ah, du sollst es nehmen mit X. Ja, ich. Ah, warte mal, ich sehe es ja nicht. So hattest du mir ja auch schon mal was. Du entsperrst. Danke sehr. Ah, ich habe eine Trophäe gekriegt. Ja, wo ist es jetzt, das Snickers? Normal im. Rechts. Snack, essen. Danke. Dann würde ich nämlich sagen, gehen wir nämlich mal schnell vor zur Yacht, weil da können wir auch speichern und schlafen. Ah, das ist ja gut, das ist gut.